Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Jawohl, ihr Lieben, juhu, ich freue mich, ich habe ein bisschen Zuschauerpost und ich denke mal, dass ein bisschen Geburtstagspost noch dabei sein wird von euch. Und zwar sind es zwei Postkarten. Ich sammle ja immer meine Zuschauerpost, ne? Also wer das nicht weiß, ich sammle immer, weil so viel kriege ich ja nun mal auch nicht. Aber wer mir mal schreiben möchte, vielleicht auch aus dem Urlaub oder so oder einfach Lust hat, es gibt auch ein paar unter euch, die schreiben mir öfters. Ich freue mich immer mega, mega doll. Ihr könnt mir Briefe oder auch Karten schicken. Und zwar ist meine Postfachadresse, steht hier fast unter jedem Video. Genau. Und ich würde sagen, ich starte mit den Postkarten. Ich hatte zwei Postkarten drin. Ach so, und nicht erschrecken. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen mehr mit meinem Bronzer gespielt. Und Blush geht eigentlich. Ja, ein bisschen Blush habe ich auch im Gesicht. Ich werde aber gleich noch, ich habe nämlich noch einen kleinen Haul hier hin. Also hänge ich hier hinten dran. Und zwar ganz schnell, ich habe eine neue Yankee Candle Kerze. Aber auch dekorative Kosmetik. Also ich war kurz im DM und da zeige ich euch ein paar Sachen und die probieren wir auch gleich aus. Zwei beziehungsweise drei dekorative. Ja, lasst euch überraschen und die verwende ich gleich auch noch im Gesicht. Ich bin fast fertig geschminkt, wie man sieht. Wenn ich gleich noch Zeit finde, werde ich euch die Produkte auch noch zeigen, mit denen ich mich geschminkt habe. Ja, so, jetzt fangen wir aber an mit eurer tollen Post. Und zwar aus Philipsburg, St. Martin, habe ich, schaut mal, da ist wohl jemand mit so einem Schiff gereist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Sieht sehr schön aus. Liebe Nadine, ich schicke dir ganz viele sonnige Grüße aus der Karibik von der Aida Luna, Martina. Ich glaube, Martina, wenn du die Martina bist, du schreibst mir... Ich glaube, du hast mir zweimal. Oder es ist eine andere Martina. Es kommt gleich nämlich noch eine kleine Versandtasche. Da steht auch eine Martina als Absender. Aber die, also ich kenne eine Martina, die schreibt mir oft. Und ich freue mich immer ganz, ganz doll. Und ich danke dir von Herzen. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob du noch, wann war denn das? Am 22.05. Am 11.05. hatte ich ja Geburtstag. Deshalb denke ich mal, es wird ein bisschen Geburtstagspost darunter sein. Ja, ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Reise auf der Aida Luna. Also ich muss gestehen, es ist bestimmt cool auf so einem riesengroßen Schiff. Das ist ja fast wie in so einer Stadt, in der man lebt und dann auf dem Meer dahin, sag ich mal, seinen Urlaub verbringt. Aber ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde. Ich weiß es nicht. Würdet ihr so eine Karibikfahrt auf so einem Riesenschiff machen? Schreibt mir mal, würde mich mal interessieren. Ich bin da noch so am... Ich weiß es nicht. So, dann habe ich noch eine tolle Karte und zwar kleiner Glücksbringer für große Aufgaben. Ich habe als Kind immer ein Kleeblatt gesucht, ein vierblättriges, habe nie eins gefunden leider. Jetzt habe ich eins in Form einer Postkarte, finde ich super. Und hier steht drauf, darf vorgelesen werden, bitte nicht Namen nennen. Okay, dann nenne ich keinen Namen, aber ich glaube, hier steht eh kein Name drauf. Aber wer mir nur privat schreiben möchte... Und nicht möchte, dass ich das hier vortrage in einem Video, weil eigentlich, ich zeige immer die Post, ne? Dafür mache ich das ja, die Zuschauerpost-Videos. Also dann lese ich das nur für mich, dann müsst ihr mir das draufschreiben. Wenn ich keine Info von euch bekomme, hier steht ja jetzt drauf, dass ich vorlesen darf, aber keinen Namen nennen soll, ne? Dann, wenn ich keine Info finde, lese ich es vor. So, liebe Nadine, oh Gott, die Schrift, die sieht eigentlich cool aus, nur ich habe gerade Probleme. Ein Heiter? Ich weiß das zweite Wort nicht. Auf jeden Fall steht hier nachträgliche Geburtstagsgrüße. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und Geduld und Gesundheit und Liebe und, und. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Gesundheit ist das Wichtigste. Genieß die Zeit mit dem kleinen und großen Mann. Vielen Dank. Sie meint mit kleinem Mann, wer jetzt zum ersten Mal hier einschaltet. Ich habe ja einen zweijährigen Sohn. Und mit großem Mann natürlich meinen Mann. Genau. Genieß die Zeit mit dem kleinen und großen Mann, so gut es in diesen Zeiten geht. Bleib so, wie du bist und ich freue mich auf viele noch kommende Videos von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Also hier steht auch gar kein Name, deshalb danke ich dir von Herzen für deine guten Wünsche, auch noch nachträglich zu meinem Geburtstag. Vielen, vielen lieben Dank.
wie gesagt, gerade in der jetzigen Zeit noch brauchen wir das. Und Gesundheit auf jeden Fall, ne? Das ist das Wichtigste, genau. Dann mache ich mal weiter. Habe ich 3 Briefe in meinem Postfach gehabt. Genau. Und hier steht ein Absender drauf, eine Katrin. Katrin. So, dann mache ich den Brief mal auf. Und ich glaube, ja, oh, am 7.5. geschrieben. Okay, wir schauen mal. Vielleicht finde ich, ja, wartet mal, hier war kein Hinweis. Ich lese mal vor. Hallo Nadine, Sie kennen mich noch nicht, aber Sie haben jetzt eine neue Zuschauerin und vielleicht bald eine neue Abonnentin. Okay, da freue ich mich. In vielen Ihrer Videos auf YouTube habe ich gesehen, dass Sie viele Pinsel von Zur Eva besitzen. Ich selbst habe auch viele Pinsel von Zur Eva und bin begeistert davon. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade hier mich ja eben geschminkt. Allerdings doch, es ist eigentlich, wenn ich mich schminke, heute habe ich jetzt nicht ganz so viel, naja, wenn man so mein Gesicht sieht, würde man meinen, ich habe viel im Gesicht, aber es ist heute nur eine BB-Cream zum Beispiel. Aber den Bronzer, den trage ich immer mit dem Zur Eva Pinsel auf, mit der 101. Mit diesem hier. Den finde ich genial. Ja, also ich habe auch noch andere Zur Eva Pinsel. Ich finde die wirklich Preis-Leistung top. Also die verlieren so gut wie keine Haare und ich habe Pinsel, die sind bestimmt schon 5, 6, 7 Jahre alt und die sind immer noch 1A. Ich schminke mich auch sehr gern und dachte immer, dass ich zu viel habe. Aber als ich Ihre Blush-Rouge-Videos gesehen habe, dachte ich, das ist viel. Ja klar, ich mache das ja jetzt hier seit fast 8 Jahren, in Anführungsstrichen beruflich, beziehungsweise das ist... Was juckt denn da? Ich darf nicht zu nah meine Augen, weil mein Heuschnupfen dieses Jahr ist extrem, wirklich. Oh, ich habe so doll, ich nehme auch Tabletten und Nasenspray, sonst geht das hier gar nicht. Wo war ich jetzt? Jetzt war ich abgelenkt gerade, weil das hier so juckte. Genau, ich habe und ich liebe meine Sammlung, ja. Es ist, aber ich kenne YouTuber hier, ich glaube, die haben, da bin ich ein kleiner Fisch. Meine Passion ist Nagellack. Denn ich liebe es, gepflegte und lackierte Nägel zu haben. Ja, liebe ich auch. Ja, man sieht es vielleicht. Der Nagel hier ist ziemlich lang. Dann haben wir hier wieder einen kurzen. Hier habe ich jetzt im Moment immer so eine Nagelhärter drauf. Nagelhärter und ein Topper. Und hier habe ich, das kommt gleich, zeige ich euch, ich habe einen neuen Essi-Nagellack. Ja, der kommt dann gleich. Also ich mag das auch, aber meine Nägel sind im Moment so... Die wissen auch nicht, ob sie abbrechen sollen oder wachsen sollen. Irgendwie wissen meine Nägel nicht, wohin. Ich hoffe, sie werden jetzt stärker durch den Nagelhärter. Ja. Bronzepuder und Highlighter habe ich ganz wenig. Auf diese zwei Dinge könnte ich auch verzichten. Also ich muss gestehen, da ich eine sehr dolle Blassnase bin, im Moment, ich habe ja ein bisschen, man sieht es vielleicht auch hier, Farbe bekommen, weil wir hatten die letzte Woche, kann man sagen, super Wetter, viel Sonne. Und ja, da habe ich Farbe bekommen und deshalb habe ich mir wahrscheinlich heute gedacht, mal ein bisschen mehr Bronzer wie sonst. Ich zeige euch gleich, mit welchem Bronzer ich mich gebronzt habe. Highlighter habe ich 9, seht ihr gleich. Da kann ich nicht drauf verzichten. Bronzer-Highlighter, wenn ich mich entscheiden müsste, boah, auf was könnte ich eher verzichten? Bronzer oder Highlighter? Ich glaube, dann würde ich eher auf Highlighter verzichten. Oder Bronzer. Boah, das ist ganz schwer. Ich glaube, ich erfinde mal so einen Tag. Auf was könntest du eher verzichten? Gibt es wahrscheinlich schon. Wenn es diese zwei Dinge nicht mehr gäbe, würde ich nicht drum weinen. Was ich noch ganz besonders liebe, sind Lippenstifte. Im Moment habe ich genau 59 Lippenstifte. Ich hatte mal mehr, aber dann habe ich halt gemerkt, im Alltag trage ich zum Beispiel nur dezente bis gar keine Farbe auf den Lippen. Oder am liebsten im Moment wirklich so Lippenpflegestifte und Lipglosse. Ich habe ein paar Lippenstifte, ich zeige euch mal irgendwann meine Lippenstifte, aber ich habe nicht mehr so viele. Ich finde das an anderen auch immer wunderschön. Da ich eine schmale Oberlippe habe und ich es nicht hinbekomme, selbst mit Lipliner sehen meine Lippen, wenn ich eine kräftige Farbe trage, sehen meine Lippen nicht so schön aus. Deshalb habe ich wahrscheinlich oder traue mich nicht mehr so kräftige Farben zu tragen. Weil ich immer meine, das sieht nicht aus an mir. Davon werden im Moment von mir benutzt genau 9, die ich mir nicht
nachkaufen möchte, da ich meine Sammlung verkleinern will. Bei den Nagellack-Topcoats habe ich tatsächlich einen heiligen Gral, und zwar den Quick-Dry-Topcoat von Margret Astor. Von Margret Astor. Hatte ich den Quick-Dry schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Mein heiliger Gral ist von Essie, der Good-to-Go. Den habe ich mir gerade auch nachgekauft, seht ihr gleich. Leider sind die ganzen Aufsteller von Margret Astor überall aus den Drogeriemärkten und Kaufhäusern raus. Das ist natürlich schade, ne? Stimmt. Ja, kriegt man dann nur noch online, ne? Darüber bin ich traurig, weil die Nagellacke waren sehr gut. Weil ich gerade von Nagellack schreibe, fällt mir ein, dass sie ihre Nagellacke in der Küche aufbewahren. Du kannst mich ruhig duzen. Ich finde das gerade so befremdlich, dass du mich siehst. Also bitte duzen, ne? Egal welches Alter, das ist mir Wurst, aber wir müssen uns duzen. Was heißt wir müssen, aber ich finde das schöner irgendwie. Wenn ich gesiezt werde, dann fühle ich mich, ich will jetzt nicht sagen alt, aber das fühlt sich fremd an. Ja, ich sitze hier in der Küche. Ich habe ja mal von Mywell, habe ich mir die gekauft, die Nagellackregale, und habe in dem Nagellackregal kleine Lidschattenpaletten. Meine Nagellacksammlung war mal größer. Die war so groß, dass beide Regale voll waren. Aber ich habe halt irgendwie bei Nagellacken gemerkt, das ist nicht mehr so meine Passion. Aber so ab und zu mal schön lackierte Nägel wollte ich dann doch haben. Und ja, und ich finde es cool in der Küche, weil hier war der beste Platz. Und irgendwie jeder, der hier reinkommt, ist fasziniert und schaut sich erstmal meine Nagellacke an. Und mich und nicht meine Küchengewürze oder so. Das ist aber kein guter Ort, um Nagellacke aufzubewahren. Zu warm. Also ich muss sagen, ich hab jetzt die Nagellacke, seit wie vielen Jahren habe ich die Regale? Seit 5? Also da ist mir jetzt noch kein Nagellack wirklich, habe ich noch nicht gemerkt. Aber gut, wie auch immer. Vielleicht gibt es bessere Aufbewahrungsorte, aber ich finde es irgendwie cool in der Küche. Und ja, im Moment scheint es meinen Nagellacken dort noch zu gefallen. So, das war die erste Seite. Meine Nagellacke befinden sich im Schlafzimmer. Auch ein guter Ort. Aber da hätte ich null Platz, da leider, ja. Das ist mein kühlstes Zimmer. Noch ein Wort bzw. ein Satz. Ich finde sie super sympathisch, sehr authentisch und humorvoll, denn sie haben mich schon öfters zum Schmunzeln oder Lachen gebracht. Und das ist mir das Allerwichtigste. Wie gesagt, ich bin kein Schminkprofi. Ich möchte um Gottes Willen mit meinen Videos nicht euch beibringen, wie man sich schminkt. Nein, weil das macht jeder so, wie er möchte. Und da gibt es viele Wege für nach Rom, und viele Sachen sind richtig und einiges mache ich bestimmt nicht richtig. Aber da freue ich mich immer über Kritik, über konstruktive Kritik, wenn ihr mir sagt, Nadine, so und so. Okay, außer bei Highlighter auf der Nasenspitze. Ich weiß, viele mögen das nicht, ich liebe es und ich kann mich nicht losreißen von meiner leuchtenden Nasenspitze. Aber ich finde das super lieb von dir, dass du das schreibst, weil das haben mir schon viele geschrieben und darüber freue ich mich. Das ist mein größtes Lob. Das ist das größte Kompliment, wirklich, dass ihr sagt, Nadine, du bist so, wie du bist authentisch, du bist humorvoll, du bringst mich zum Lachen oder zum Ablenken. Das möchte ich. Ich möchte euch ablenken, weil ich gucke mir auch oft Videos an, wenn es mir nicht so gut geht, und die lenken mich ab, die bringen mich zum Lachen, und das ist gut und das ist wichtig, finde ich. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass du das auch, also ich hoffe, ich darf dich duzen, ja? Genau. Du. Nicht dieses Du-Du. genau. Das erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Immer wenn man vorführen will, geht es nicht. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Ja, das stimmt. Kenn ich. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Woche und Wochenende. Machen Sie weiter so, denn es macht mir Spaß, Ihre Videos anzuschauen. Mit freundlichen und herzlichen Grüßen, eine neue Zuschauerin, Katrin. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Also Katrin, ich hoffe, ich durfte dich duzen. Du darfst, also ihr dürft mich alle duzen. Und liebe Katrin, vielen, vielen lieben Dank. Das war, ich freue mich wirklich. Deshalb habe ich ein Postfach. Das Postfach, nochmal, ich möchte keine Pakete und Geschenke von euch. Eure Worte, die gehen mir ans Herz. Das ist mir wichtig. Und das ist für mich das größte Geschenk, was ihr mir machen könnt. Ja,
So wie die liebe Katrin gerade, ne? Also vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Ich grüße dich ganz lieb. Ich hoffe, dir geht's gut. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Brief. Das ist nochmal Katrin. Das bist du nochmal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das ist nämlich auch die gleiche. Das ist die gleiche. Schaut mal. Das habe ich euch von der Katrin gerade vorgetragen hier mit der Briefmarke von der Sesamstraße. Cool. Das habe ich euch gerade vorgelesen. Okay. Und dann hat mir die liebe Katrin wohl. Ich weiß jetzt nicht. Der kommt, glaube ich, ja, 14.05. Dann hat sie mir nochmal geschrieben. Mit der gleichen Briefmarke. Cool, Katrin. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich. Denke mal, vielleicht noch mal Geburtstagsgrüße. Ich bin perplex. Am 11.05. geschrieben, an meinem Geburtstag. Hallo Nadine, ich habe erst gestern ein älteres Video von dir gesehen, wo du deinen Geburtstag erwähnst. Ich wünsche dir nachträglich alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Och, ist das lieb. Dankeschön, dass du extra jetzt noch mal verrückt. Und viel Gesundheit für dich und deine Familie und Puma. Denn Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Und ich freue mich gerade, weil du mich duzt. Als hättest du jetzt mein Video quasi schon gesehen und gedacht, ja Nadine, ich duze dich. Finde ich großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin fast so alt wie du. Genauer gesagt fast 2 Jahre älter. Fühle mich aber nicht so. Ich mich auch nicht, Katrin. Also ich muss sagen, ich würde sagen, okay, das sind nur Zahlen, ne? Irgendeiner hat es mal erfunden. Entschuldigt bitte, ich habe meinen Kaffee vergessen. Ich als Kaffeetante, wie konnte ich meinen Kaffee vergessen? Ich fühle mich auch viel, viel jünger. Wie alt fühle ich mich? Kann ich auch nicht sagen, aber ich fühle mich sehr jung geblieben. Finde ich toll, dass du dich auch so fühlst. Neulich habe ich dein Video mit der Bäckerei und der Toilette gesehen. Was für eine Toilette? Und bekam auch einen Lachanfall. Was? Bäckerei und Toilette? Ich musste das Video stoppen, um mich zu beruhigen, doch es gelang mir nicht so richtig, weil mir das Bild nicht aus dem Kopf ging. Jetzt weiß ich gerade nicht, welches Video du meinst. Mit der Bäckerei und der Toilette. Habe ich da irgendwas erzählt? Aber ich finde, das ist genau das, was ich möchte und darüber freue ich mich so, so sehr, dass ich dich zum Lachen wieder bringen konnte. Das hätte auch ich sein können. Mir ist auch mal beim Bäcker sowas Ähnliches passiert. Also irgendwas, was habe ich denn da erzählt? Mir fällt es gerade nicht ein. Ich stand vor der Auslage und hatte nach dem Angebot geguckt. Das erste, was ich gelesen hatte, war Schnecke und das andere Pflaumenkuchen. Daraufhin entschied ich mich, 2 Stücke Pflaumenkuchen zu kaufen und sagte zu der Verkäuferin, ich hätte gern 2 Stück Eierkuchen. Die Verkäuferin sah mich an und fing an zu lachen und antwortete mir, das führen wir noch nicht. Ach, wie schön, ja. Irgendwas kommt. Aber ganz genau weiß ich noch nicht, wie das bei mir war. Aber das passiert, ne? Man liest was, man denkt und man verbindet beides und man hat plötzlich, das ist genial. Eierkuchen werden jedoch in der Pfanne gebraten und mit etwas Zucker und Apfelmus gegessen. Oh, jetzt machst du mir gerade Hunger, liebe Katrin. Lecker. Nicht von der Verkäuferin. Aber jetzt zu einem anderen Thema. Auch ich bin ein Nivea-Fan und liebe den Duft. Besonders ein Produkt hat es mir angetan. Es heißt Nivea Care Intensivpflege für Gesicht und Körper und enthält 200 Milliliter. Für Gesicht und Körper. Muss ich mir mal angucken. Okay. Es ist eine weiße Dose mit hellgrau-blauem, voll wolkigen Design und kostet knapp über 3 Euro. Aha. Schaue ich mir mal an. Ein anderes Lieblingsprodukt ist von Litamin Schaumbad mit dem Duft von Lavendel und Vanille. Die Flasche ist in deiner Lieblingsfarbe dunkellila. Dieses Bad kann ich dir nur empfehlen, denn man kann dabei wunderbar entspannen. Sorry, hab mich verschrieben. Ach, das kann gar nicht schlimm. Du hast eine super Schrift. Jetzt habe ich dich abonniert. Ach, wie schön. Das freut mich. So mache ich jetzt Schluss und ein dickes rotes Herz. Bis bald mit einem schönen Gruß. Herzlichst Katrin aus Sachsen-Anhalt. Du darfst es vorlesen, auch meinen ersten Brief. Und dann hast du mir nochmal persönlich nicht vorlesen. Okay, das lese ich dann gleich für mich.
Ja, also dieses Schaumbad von Litamin, Litamin, Litamin. Gucke ich mir an. Ich gucke ja, also im Speziellen, wenn ich das hinbekomme und in dem Geschäft direkt mit meiner App das testen kann. Ja, also mittlerweile weiß ich auch schon die Dimethikone, ne? Also ich möchte halt keine Silikone im Schaumbad haben oder so im, ne? Aber ich schaue mir das mal an. Dunkellila, auch das mit Nivea, muss ich mal gucken, wenn ich mal wieder in Ruhe in die Drogerie komme. Liebe Katrin, ich danke dir von Herzen für deinen lustigen, lieben Brief und freue mich einfach, dass du mich jetzt abonniert hast. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin gerade echt hin und weg und werde mir deine persönlichen Worte gleich in Ruhe durchlesen. Ich grüße dich ganz, ganz lieb. Ja, Dankeschön. So, jetzt habe ich da vorgelesen werden in etwas dickeren Umschlag. Absender Sascha. Okay, Absender Sascha. Sascha muss ja nicht unbedingt, das ist mir auch mal passiert. In manchen Ländern, ich glaube in Frankreich, ist das ein weiblicher Name. Kann natürlich auch jetzt von einem männlichen Zuschauer. Hätte ich ja auch nie gedacht, aber auch über Instagram schreibe ich ab und zu ja, mit männlichen Influencern, ja, und finde das großartig, so wie Maxim zum Beispiel, ne? Den kennt ihr ja auch. Und ich finde das einfach klasse. So, was haben wir jetzt? Ach, wie süß. Ach, wie toll. Alles Gute zum Geburtstag, schaut mal. Wow, die Karte ist ja mal genial. Genial, hübsch. Dankeschön, die gefällt mir. Liebe Nadine, zu deinem Geburtstag senden wir dir gute Wünsche für das neue Lebensjahr. Glück und Erfolg sollen dich auch in Zukunft begleiten. Mögest du gesund bleiben und dir deinen Frohsinn bewahren. Doreen, ah ja, da steht wahrscheinlich der Instagram-Name. Und Sascha. Ah, okay. Ja, genau. Der Sascha ist nämlich auch auf Instagram. Ich denke, ich darf deinen Instagram-Namen verraten, weil du machst super Beiträge und ja, wirklich, ich lese das immer sehr, sehr gerne. Natural Boho, genau. Schreibe ich mal hier hin, deinen Namen. Und ich denke, das ist in deinem Sinne und ich freue mich gerade. Anbei zwei Masken aus der Heimat, Kreta. Wow. Und eine Frühlingsmaske. Happy Birthday, liebe Nadine. Schön, dass es dich gibt. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin echt hin und weg und freue mich mega. Ja, und dann haben wir hier, genau, einmal hier von Isana. Die kenne ich gar nicht. Die ist an mir vorbeigegangen. Die Frühlingsmaske hier mit dem süßen Piepmatz. Schaut mal. I Love Spring, Tuchmaske mit Hyaluron und Orangenextrakt. Oh wow, ist limitiert. Vielleicht mache ich die mal nehme euch mit in einem Video. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt hier was aus eurer Heimat, Kreta, von Apivita Express Beauty Face. Einmal eine Honigmaske. Die Marke sagt mir jetzt so auch noch nichts. Es sind zwei Anwendungen. Honig liebe ich ja. Da kommt gleich auch, die Yankee Candle hat was mit Honig zu tun. 97% natürliche Inhaltsstoffe. Wow. Ja, der liebe Sascha Natural Boho hat mir auch letztens einen Beitrag bei Instagram. Oh, da hätte ich fast zugeschlagen. Vielleicht mache ich das auch noch. So eine Edelstein, wo man Wasser reinfüllt. Es gibt ja auch so Edelsteinwasser, die man selber herstellen kann. Und das war eine Flasche und da war integriert schon ein Amethyst, war das, glaube ich. Ja, Face Mask, Propolis hat auch was hier. Propolis, ne? Honig. Und was heißt Honig? Ich glaube, Propolis, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist, glaube ich, das Abfallprodukt oder nicht das Abfallprodukt, hat irgendwas mit den Honigwaben zu tun, ne? Und ist sehr, sehr gesund. Freue ich mich. Vielen, vielen lieben Dank, ihr beiden. Ganz liebe Grüße an euch. Und ja, viel Gesundheit wünsche ich auch euch. So, jetzt mache ich mal im Stopp. So, jetzt kommen wir zu einer Martina. Und vielleicht ist das auch die Martina, die mir auch von der AIDA geschrieben hat. Eine Versandtasche. Und da gucke ich mal rein. Die Martina hier schreibt mir wirklich schon seit Jahren. Ich bin echt immer hin und weg. Wirklich, Martina, vielen, vielen lieben Dank für deine jahrelange Treue. Auch, dass du mir wieder schreibst. Also dieses mit dem Schreiben. Ich finde das deshalb so wertvoll auch für mich, weil im Zeitalter des Internets und ne,
also es läuft ja alles eigentlich nur noch digital über Handy, über WhatsApp, Instagram. Deshalb freue ich mich, und weil das ist was, das bleibt so. Das kann ich mal, ich finde das schön, so ein Blatt Papier und dann so geschriebene Worte. Ich weiß auch nicht. Vielleicht geht es da einigen von euch auch so. So, Martina. Wow. Ach, wie schön. Für dich ein Liedchen auf meiner Trompete. Und ich wünsche dir viel Gesundheit, Glück und Knete. Das ist ja mal cool. Und dann noch hier, Lila. Schaut mal. Hier mit dem Kind drauf. Genial. Liebe Nadine, alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Im letzten Urlaub habe ich die Ohrringe mit Larimar entdeckt. Ich hoffe, sie gefallen dir. Den Stein soll es nur in der Dominikanischen Republik geben. Ich wünsche dir alles Gute. Ganz liebe Grüße, Martina. Martina. Ja, der Larimar, da habe ich so ein großes Stück. Ich habe den Larimar auch als Ring. Moment. So. Ja, also der Larimar, genau, den gibt es da nur in der Dominikanischen Republik. Deshalb ist er auch ziemlich teuer. Weil halt sehr selten. Und das ist der Larimar. Den habe ich mal hier auf einem Fest an einem Stand. Die Frau, die macht die Ringe selber und ich war hin und weg. Ich weiß, der war ganz schön teuer. Aber was ich auch liebe, ist, wenn die Ringschiene offen ist und der Stein auf der Haut aufliegt. Weil für mich sind Edelsteine auch Heilsteine. Aktuell trage ich einen Opal. Den habe ich auf der letzten Steinmesse mir zugelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das Farbspiel, das ist sehr schwer einzufangen, ist auch ein toller Stein. Ja, und der Larimar, den trage ich, Moment, ich habe im Moment angeschwollene Finger, den trage ich eigentlich hier auf dem Mittelfinger, schaut mal. Wunderschön. Und je, ich glaube, die Farbe ist halt so ein Blau-Türkis, aber eigentlich geht es mehr in ein helleres Blau. Ja. So, und du hast mir da jetzt mal eben so ein paar Ohrringe eingepackt. Bist du denn wahnsinnig? Jetzt packe ich das auch erstmal hier so schön in so einem Tütchen. Schaut mal. Ich liebe den Larimar. Erstmal hast du mir eingepackt von Luvos die Hydromask. Die hatte ich schon mal und fand die sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank, Martina. Freue ich mich mega drüber. Oh. Oh mein Gott, da sind sie. Ich habe noch keine Larimar-Ohrringe. Bist du denn verrückt? Boah. Kriege gerade Gänsehaut. Ich liebe Edelsteine und dann noch so schöne Stecker. Schaut mal, da hat Martina mir, seht ihr? Vielleicht könnt ihr das ungefähr erkennen, ne? Die Ähnlichkeit. Das sind etwas hellere Steine, das macht aber nichts. Wunder, wunderschön. Wow, jetzt mache ich die natürlich rein. Wahnsinn. Ich bin gerade wirklich platt und wunderschön. Jetzt... Ich bin nicht ganz so geübt mit so Stickern hier. Am liebsten habe ich oder am meisten trage ich halt hier diese Ohrringe, die man nur einhängt. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Oh, wow. Und das, weiß ich auch nicht, macht mich gerade hier richtig happy. Und die werde ich auch heute drin lassen. Oh Gott. Bei sowas habe ich immer Angst, wenn mir jemand sowas schenkt, dass ich sowas verliere. Ich weiß auch nicht. Gerade bei Ohrringen. Aber ich werde sie in Ehren halten und du wirst sie, denke ich mal, das ein oder andere Mal wiedersehen hier in dem Video. Ich bin gerade hin und weg, schaut mal. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Wow. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das macht mich jetzt gerade wirklich sprachlos fast. Ich habe ja hier in den Spiegel nicht, dass ihr meint, wo guckt sie hin. Wow. Und jetzt noch zu dem Ring. Wow. Ich danke dir von Herzen, Martina. Das ist... Ich liebe Edelsteine. Ich muss auch dem... Das Thema Edelsteine, das Hobby kommt auch im Moment zu kurz. Aber gut. Dann hat sie mir hier noch... Oh, Martina, ich versuche gerade ein paar Kilos loszuwerden. Ich esse zu viel Süßes im Moment. Und jetzt hat sich Martina gedacht für den Vorrat. Und dann auch noch von Lind. Ich liebe Lind. Mit Nuss-Nougat. Oh Gott. Dankeschön. Ich mache das so. Das sind ja die kleinen Pralinen. Das sind 9 Stück. Ich fange heute Nachmittag an. Und dann jeden Tag nur eine. Das soll mir erlaubt sein.
Ich versuche das wirklich im Moment, weil bei mir ist das so, ich komme hier, ihr seht es ja, ich komme nicht von meinen Pfunden runter, die ich noch seit der Geburt über habe. Ich habe noch ungefähr, ich hatte mal 68, da war ich stolz. In die Schwangerschaft bin ich mit 64 Kilo. Wenn ich auf 64 wieder komme, dann wäre ich happy. Das wäre so ungefähr Idealgewicht bei meiner Körpergröße von, glaube ich, 1,63. Ja, jetzt im Moment habe ich aber eher noch so 69, 70 Kilo. Ja, naja, wir arbeiten dran. Ich danke dir, liebe Martina. Ich danke dir von Herzen. So, ich glaube, ich bin echt gerade noch sprachlos und muss immer wieder hier mir die Ohrringe angucken. Ich liebe den Larimar. War das jetzt auch, ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich habe Schiss. Also das will ich nicht, ne? Aber das macht mich gerade so. Martina, ich danke dir. Danke, danke, danke. Wahnsinn, so tolle Ohrringe. So liebe, liebe Post von euch. Ich danke euch und das macht es gerade so wertvoll. Und ich finde das auch wichtig, dass ich das mit euch teile. Weil ich denke mir immer, wenn ihr mir schreibt, ihr freut euch dann vielleicht auch, wenn ich die Post zeige und vorlese. Ich würde sagen, jetzt komme zu meinem kleinen Haul noch. Und zwar, ich war im Baumarkt, meine Mama hatte Geburtstag am Mittwoch und ich brauchte noch ein Blümchen. Und bei uns am Baumarkt gibt es eine Ecke, noch nicht ganz so lang, aber da gibt es Yankee Candle Kerzen. Jetzt nicht alles, was es gibt, aber da gab es zum Beispiel die neue Garden Hideaway Collection. Ich weiß nicht, kann man es lesen hier? Ja, also irgendwie eine neue Gartenkollektion, so würde ich es mal übersetzen. Meine Mama hat auch ein Glas bekommen, Lime oder Lemon Koriander, wahnsinnstoller Duft. Aber ich wollte diesen hier, Sweet Honey Comp, hier so geschrieben. Sieht mal lecker aus, ne? Also wer Honig-Fan ist, für den ist, ich muss natürlich gleich auch die größte Kerze mitnehmen. Das ist ein warmer Duft, jetzt nicht so total süß nach Honig, nein, das ist auch ein bisschen Karamell, Vanille. Ich habe mir die ganze Beschreibung auf Yankee Candle, kann man ja auch gucken, ne, was da alles so drin ist. Aber ich würde beschreiben, es ist ein warmer Vanille, Mandel, Honig und der geht das ganze Jahr. Also das ist jetzt kein Duft, den ich mir nur aufs Badezimmer stellen würde. Oder im Schlafzimmer mache ich generell keine Kerzen an, das kann ich nicht ab. Finde ich auch nicht gut, im Schlafzimmer so Düfte. Für mich, ich habe das meiste hier in der Küche, ab und zu im Wohnzimmer und oh, ja, hier so im Hintergrund. Ne? Jetzt habe ich im Moment von Yankee Candle hier so eine Duftlampe mit so einem Duftmeld. Oh, das ist ein warmer, herrlicher Duft. Süßlich, aber auch nussig, karamellig, vanillig. Lecker. Toll. Freue ich mich. So, ja, und dann war ich im DM und habe... Weil, passt mal auf, nee, das mache ich zum Schluss. Jetzt kommt erstmal hier mein geliebter Essie Good to Go. Das ist wirklich, der funktioniert am besten bei mir. Ne, der ist jetzt hier noch in der Verpackung. Es gibt auch neue Nagellacke, habe ich gesehen. Nicht hier diese normalen, sondern von Essie. Die heißen Essie Press oder Express. Die sollen wohl sehr schnell durchtrocknen. Ja, aber ich liebe den Good to Go, weil der macht nochmal den eigentlichen Farblack länger. Also lang anhalten, der hält dann einfach länger. Bei mir im Moment ist eh schwierig, aber ihr seht vielleicht, hier, das ist die neue Farbe und der glitzert so ein bisschen. Der hat so ein paar Pearl-Schimmerelemente drin, aber keinen groben Glitzer. Das ist so ein heller Mintton. Ich habe hier schon ein bisschen Tipware, so nennt man das, glaube ich, auf Englisch. Und hier ist es nicht ganz so schön, da sind so Bläschen. Sieht man das? Moment. Da sind hier auf dem Lack so, das sieht unschön aus. Das ist gekommen, da hatte ich noch den alten Essie Good to Go. Der ist jetzt fast leer, aber ich möchte, ja, ich mache ja im Moment meinen Nagelhärter drauf und dann gebe ich mir den Essie Good to Go drüber. So, und dann nimmt man das ja wieder runter und dann noch eine Schicht und dafür benutze ich den alten Essie Good to Go noch. Aber der zieht jetzt schon Fäden und es ist nicht mehr viel drin. Deshalb brauchte ich einen neuen Essie Good to Go. Ich habe auch die günstigere Varianten. Von Catrice habe ich einen, von Essence. Die sind auch gut, aber nicht wirklich so gut wie der Essie Good to Go. Ist leider so. Ja, und dann war ich fasziniert irgendwie von dem Nagellack. Ich hatte ja mal Nagellacke neulich, was heißt neulich, vor ein paar Monaten aussortiert. Ich habe keinen richtigen mintfarbenen mehr. Und ich fand den halt so schön, weil der halt diese, seht ihr das? Diesen Pearl-Schimmer hat. Also so
lichtreflektierende Elemente. So, den sieht man auch, wenn die Sonne scheint, im Nagel. Ja, nur bei mir sieht es halt jetzt nicht mehr so schön aus, weil ich habe den jetzt den dritten Tag auf den Nägeln und jetzt splittert er leider ab. Aber gut, das ist bei meinen Nägeln, sind 3 Tage schon gut. Der heißt Seize the Day. Das ist wohl die aktuelle LE, Seize the Day, und das ist die Nummer 717. Genau. Wer eine Mintfarbe noch sucht, finde ich ganz schön. Ja, Dresdner Essenz, feste Gesichtsreinigungsseife, seidige Baumwolle. Es gab einen extra Aufsteller, da gab es feste Dusch, alles in Seifenform, in fester Seifenform, zum Duschen, zum Peelen und so weiter. Aber ich wollte mal die spezielle Gesichtsreinigungsseife ausprobieren. Ist so ein einfaches weißes Stück Seife mit Logo von Dresdner Essenz. Ach, riecht wirklich so ein bisschen frisch nach Baumwolle. Richtig lecker. Und die Rezeptur ist ohne Mikroplastik und vegan. Für normale bis trockene und empfindliche Gesichtshaut schonende Reinigung. pH hautneutral 5,5. Seifenfrei mit pflegendem Mandelöl, Tonerde und Aloe Vera. Recycelbare Verpackung, auch nicht schlecht. Ja, Seife, wie verwendet man die? In den Händen aufschäumen, Schaum auf Gesicht sanft einmassieren und gut abspülen. Nach Gebrauch Waschstück gut trocknen lassen. Ja, ich habe noch so eine Dose da oder so eine Schale, da lege ich das drauf. Im Moment habe ich noch was anderes zur Gesichtsreinigung, aber ich denke, ich werde es bald ausprobieren. Wollte ich mal einfach testen. Ich verwende ja auch sehr gerne, auch beim Duschen, feste Seife. Ja, jetzt kommen wir zum Dekorativen. Und zwar, ja, wie machen wir das? Ich zeige euch jetzt mal eben, was ich im Gesicht trage. Das ist interessant, was ich heute im Gesicht trage. Nein, nicht interessant. Von Essence gab es ja mal die Disney Princess Paletten LE. Da habe ich ja, ich glaube, alle von. Und diesmal habe ich von Tiana. Da habe ich aus dieser wunderschönen Lidschattenpalette 2 Farben verwendet. Und zwar diesen schönen Farbton. Das ist so ein dunkelpink, würde ich sagen. Ja. Und den da oben, das ist so ein Grün. Ja, mehr so ein dunkles Grün. Die 2 Farben. Den pinkigen, man sieht es, den habe ich als Lidstrich oben. Und den dunkleren, den habe ich unten. Also mehr habe ich auch nicht auf dem Auge. Ich hoffe, dass das einigermaßen hält. Weil ich ja durch meinen Heuschnupfen im Moment mich also selten schminke. Und wenn, je näher ich zum Augeninneren komme, also deshalb trage ich auch keinen Highlighter im Moment hier, oder dann fängt das an zu jucken. Und dann könnte ich mich wirklich in Grund und Boden jucken. Also die Augen sind dann, das habe ich einmal jetzt gehabt, da habe ich meine Tablette vergessen zu nehmen. Und wir saßen draußen und boah. Naja, nicht schön. Ich sag's euch, Heuschnupfen ist nicht schön. Deshalb habe ich jetzt auch nicht so viel an den Augen. Ja, das trage ich heute, die 2 Farben aus der Palette. So, dann Augenbrauen, Alverde Duo, Augenbrauen Duo. Wenn ich es noch zeitlich schaffe, verlinke ich euch die Produkte auch, beziehungsweise setze sie euch einfach nur unten rein. Mascara habe ich die Bambi Eye False Lashes von L'Oreal. Genau. Die finde ich nicht schlecht, allerdings für unten rum. Also ich habe jetzt 2 Schichten oben und für unten ist die ziemlich breit und die Gummihärchen sind ziemlich kurz. Da habe ich mich ein bisschen angemalt, aber ansonsten ist die ganz gut. Ja, genau, die habe ich. Was haben wir noch? Dann habe ich von machen wir erstmal von Spilantox Therapy. Das ist ja auch meine Gesichtspflege. Gibt's, da habe ich die Nachtpflege von, die Augenpflege und das Serum. Und da ist halt, das ist die BB-Creme. Meine Pumpe ist verstopft irgendwie. Da kommt nichts raus. Und dann mache ich halt immer Folgendes. Nimm den Pin raus. Da hängt dann die BB-Creme dran und verwende das dann. So. Ja. Finde ich auch toll, die BB-Creme. Leichte Deckkraft und hat einen super Glow. Und den habe ich diesmal auch nicht direkt mattiert mit einem Puder, sondern mit dem Too Faced aus der neuen Palette, die ich habe. Turn Up the Light, so heißt die. Das ist auch die Light-Version. Da habe ich einfach das Soft Focus Puder, die ist in der Mitte hier. Das ist ein Puder, was halt
nicht, also das mattiert ein bisschen, aber es gibt überwiegend Glow und deshalb glow ich auch heute. Tolles Puder. Das habe ich im Gesicht. Dann habe ich als von Art Deco mein neues, habe ich euch letztens gezeigt, habe ich mir Müller gekauft, das Blush Couture, das neue Blush hier. Genau, das ist sehr farbintensiv, wie man vielleicht auch sehen kann, aber ich wollte es heute auch so haben. So, ja, und dann habe ich als aus der neuen Sungasm Catrice LE, habe ich den Bronzer hier. Den habe ich euch auch gezeigt, das ist die dunklere Variante. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich heute ein bisschen viel erwischt, glaube ich. Also, aber gut, ich wollte mein Gesicht aufwärmen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Aber die helle Variante gefiel mir nicht. Und ich finde die dunkle, die gibt, also ist auch ein Bronzer, der so leicht Glow gibt. Ich liebe ihn. Nur man muss aufpassen. Ja, und dann haben mir viele, dann hatte ich erwähnt in dem Haul-Video, dass der Highlighter, dieses große Teil, dass der mir zu groben Glitzer, also ich habe gesehen, habe mir den angeguckt und habe wirklich gedacht, boah, da sind grobe Glitzerpartikel drin. Irgendwie haben dann ganz viele geschrieben, Nadine, das ist nicht so, der ist 1A. Ja. Jetzt habe ich ihn mir mitgenommen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe ja noch von Catrice, ich muss das mal vergleichen. Dann habe ich einen Highlighter, der ist auch so groß. Ich weiß nur nicht, ob der wirklich 28 Gramm steht hier. 28 Gramm. Also Sungasm Face und Body Highlighter steht hier. Face and Body Highlighter. Riesenteil. Ja, ist vegan sogar. Tierversuchsfrei, vegan. Und das ist, den probiere ich jetzt aus. Wahnsinn. Ich war schon mit dem Finger drin. Jetzt gehen wir mal rein. Und ich bin sowas von froh, dass ihr mir geschrieben habt, Nadine, schau dir den nochmal an. Der ist wirklich, der hat keinen groben Glitzer. Und ich würde ihn fast vergleichen mit, übrigens zu Eva Pinsel, Lux Face Focus, die 114. Das ist wie der Betty Luminizer hier. Mary, ne? Den ich mir jetzt ja auch. Jetzt gehe ich mal hier rein mit dem Pinsel. So. Hab was drauf. Wow! Boah, Leute, ich freue mich gerade, dass ihr mir den empfohlen habt. Ich habe wirklich... Was habe ich denn dann da gesehen? Mal das Lippenherz ein bisschen, das mache ich ja auch recht selten. Also ich habe wirklich... Das war bei Müller. Und vielleicht habe ich mich einfach verguckt. Boah, ich freue mich gerade. Danke, ich danke euch. Also für den Körper, für hier vielleicht, ne, viele setzen sich das ja hier auf die Knochen, aber ich glaube überwiegend, ich finde den großartig. Das ist so ein schöner Champagnerton, seht ihr? Ein hellerer Champagnerton. Ich glaube, der steht vielen, der wirklich einen, man sieht es auf meiner Nase, den Super Glow. Da, 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 da. Super Glow. Wahnsinn, ich freue mich. Vielen Dank nochmal. Ja, und dann, ja, also da ist wirklich kein grober Glitzer drin. Dann habe ich noch von Trend It Up eine neue LE entdeckt. Blooming Summer. Blooming Summer waren interessante Produkte, aber am meisten hat mich der Bronzer interessiert und Lipglosse. Blooming, ja, das ist ein Face Bronzer. Da gab es noch eine hellere Variante, aber ich stehe im Moment auf die dunklere. Die hellere war mir zu hell auch. Und das, wunderschön, ist die 020. Das ist ein seidig zartes Bronzing-Puder. Verleiht der Haut ein sonnengebräuntes, frisches Aussehen mit unvergleichbar goldenem Schimmer. Ideal, um den natürlichen Hautton zu perfektionieren. Das sind 9 Gramm. Hat einen angenehmen Duft. So, da war ich auch noch nicht mit dem Finger drin. Ich würde sagen, was machen wir jetzt mal? Okay. Okay. Also, wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, der Schimmer hier, die Rose, ist das ein Overspray? Nee, ne? Also auf der Haut habe ich gar nicht so ein... Ja, es glowt. Ich gehe da nochmal jetzt hier konkret drüber. Also ich bin jetzt nochmal richtig da drüber gegangen, verteile mir das gerade hier. Ach, das geht. Ich bin froh, dass ich mir den dunkleren mitgenommen habe. Also es schimmert immer, seht ihr, wo ich mit dem Finger durch bin.
Es glänzt nicht mehr ganz so krass. Also ich glaube wirklich hier, ich gehe nochmal, rubbel mal richtig hier jetzt überall da, wo es noch so leuchtet, drüber. Schauen wir mal. Ist natürlich jetzt wahnsinnig, da muss ich gleich abwaschen. Das ist ja viel zu viel. Ich denke mal, jetzt leuchtet die Rose nicht mehr ganz so doll. Ich nehme jetzt nochmal mein Bronzing, mein Pinsel und wusel da drin rum. Nee, also auch wenn man da drüber wuselt, der Glow ist noch zu sehen, aber nicht mehr so heftig. Oh Gott, wo soll ich mir das jetzt noch hinschmieren? Ich habe ja über ein bisschen auf die Stirn. Komm, oh Gott. Ja, also das ist wirklich auch vielleicht was ruhig mal auf dem Auge, ne? Weil es ist jetzt so, ja, es könnte ich mir auch vorstellen. Das muss ich mal nochmal einzeln ausprobieren. Aber ihr seht vielleicht, es ist auch nicht zu orangestichig, ne? Also es ist schon ein schöner warmer Braunton. Aber sehr schön gemacht, trendet ab. Muss man wirklich sagen. So, jetzt kann ich gleich duschen gehen, wenn ich so weitermache hier. Also freue ich mich auch drüber. Doch, wer von euch hat hier aus der Blooming Summer LE von Trend It Up, habt ihr den dunkleren oder den helleren oder gar keinen? Ja, dann habe ich mich entschieden für die Lip Tube Tube, die Lippentube hier. Da gab es verschiedene Farben. Ich habe mich für die unspektakulärste entschieden. Aber ihr seht vielleicht, da ist so ein bisschen Glow drin. Und was mich jetzt dazu bewogen hat, es zu kaufen, ist wirklich, weil hier steht drauf, mit zartem Rosenduft. Und ich liebe Rosenduft. Nehme ich noch auf? Ja. Cremig, zarter Lipgloss mit wertvollen Ölen für hochglänzende Lippen mit zarten Rosenduft. Jo. Das ist die 010. Es gab auch noch bestimmt drei, wenn nicht vier andere Farben. Ist hier so ein Tubenapplikator. So, ich mache mal erstmal einen Handswatch. Ja, da sind grobe Partikel, aber die sind, glaube ich, relativ. Ne, sieht man, doch, man sieht sie, aber ich hoffe, man spürt sie auf den Lippen nicht. Oh ja. Ne, spürst du nicht. Und das bisschen, was ich rausgedrückt habe, das reicht komplett für beide Lippen. Also für Ober- und Unterlippe. Ich übertreibe ein bisschen und übermale. Das finde ich das Schöne. Wer so wie ich etwas schmalere Lippen hat. Und hier ist wirklich Rosenduft drin. Jetzt nicht so Bäm-Rose, aber hier ist dezente. Oh, lecker. Schön, ich mag Rosenduft. Oh, das ist schön. Guckt mal. Ganz dezent. Also, was heißt ganz dezent? Mitteldezenter Rosenduft. Und ich finde, sowas plustert die Lippen so ein bisschen auf. Ne, wenn man nicht ganz so voluminöse Lippen hat, dann würde ich sagen, malt ein bisschen über den Lippenrand. Und boah, ich bin gerade hin und weg. Also diese sichtbaren Glitzerpunkte, ja, man sieht hier die Glitzerpartikel, die spürst du auf den Lippen nicht, aber man sieht es ein bisschen. Schön. Also ich würde sagen, ich bin heute ganz glowy unterwegs, was meine Produkte im Gesicht angeht. Aber da stehe ich zu. Vielleicht ein bisschen zu dunkel heute, aber okay. Ich bin wirklich mega, mega begeistert von allen Sachen. Gut, diesen Face Bronzer, den muss ich noch mal separat ausprobieren, aber ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Genau wie, so ähnlich wie, glaube ich, wie Catrice Sungesm. Ne, wie dieser Bronzer, aber dieser Highlighter, dieser Face and Body Highlighter. Wow. Ich bin hin und weg. Ich liebe das. Und ich bin wirklich froh. Es gab im DM, als ich den Aufsteller sah, es gab noch zwei. Also ich glaube, der ist wirklich sehr, sehr begehrt. Wenn ihr den noch bekommen könnt, holt ihn euch. Wenn man sich den so anschaut, würde man sagen, ne? Dass der dunkler so ein bisschen aprikofarben wäre. Aber schaut mal. Seht ihr das? Der ist so mehr weißlich Champagnerfarben. Der hat so ganz wenig Aprikot. Also, ne? Schaut mal. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ah, toll. Vielen Dank nochmal dafür, dass ganz viele einen Daumen hoch gegeben haben. Also dem Kommentar auch von wegen, da ist kein Glitzer, also kein grober Glitzer drin. Ihr habt recht. Und diese Ohrringe, Martina, ich bin wirklich, boah, danke, vielen, vielen lieben Dank. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Jemand hat auch geschrieben, das letzte Video wäre so zack, zack, so hektisch. Ich möchte nicht so hektisch rüberkommen. Aber im Moment ist es vielleicht so ein bisschen, auch jetzt, ich muss jetzt nämlich gleich leider wegfahren, habe einen Termin mit dem Kleinen. Und manchmal, aber ich denke mir dann vielleicht für euch, okay, ich bin vielleicht etwas hektischer wie sonst, aber lieber eine etwas hektischere Nadine, wie gar keine Nadine auf YouTube, oder? Und ich werde auch wieder ruhiger. Ja, die Zeiten werden auch wieder anders und ich bin einfach euch dankbar, dass ihr mir schreibt. Und ich habe auch jetzt versucht, dass ich nicht so hektisch rüberkomme. Okay, vielen, vielen lieben Dank an euch für die Post. Ich freue mich immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.